kommst da eh wieder irgendwann rein. Zack. Wunderbar, dann haben wir das geschafft. Halleluja. Die Batterie ist voll. Da passiert nichts. Müssen wir das Ding hier wahrscheinlich mal raussortieren. Zack. Und das Ding müssen wir dekonstruieren. Zack. So. So, dann switchen wir die beiden. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir das da bauen werden. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade noch überfragt. So, das Cable kommt da wieder rein. Die Critical Battery, die kommt mal damit rein. So, die kommen da. Ja, die große Batterie können wir dann irgendwann in das Heimatbeacon reinschmeißen. Denke ich. So, den Power Controller, den schmeißen wir jetzt auch mal mit rein. Also wir haben zumindest eine Menge experimentiert. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und vor allem, wir haben jetzt zuletzt auch eine funktionierende manuelle Airlock gemacht. Das ist noch besser. So, ein Pressure Regulator. Da haben wir noch Kupfer. Was brauchten wir noch? Kein Space Helmet. Irgendwas, was wir hier noch produzieren können. Die Furnace haben wir, die Zentrifuge haben wir, die das ist die Verkleidung von außen. Floor Grating, Container Mount, Electronic Sprinter, Furnace, Pipe Bender, Ladder, Locker Pipe, Recycler Sign, Stairs, Tools Factory Wall, Iron Wall. Ne, das ist eine Tür. Ha. Den Electronic Sprinter müssen wir noch bauen. Dann sind wir mit dem, was der machen kann, eigentlich durch. Oder zumindest mit den wichtigen Dingen. Gut, du brauchst doch ein Weilchen. Dann schauen wir mal, was wir hier noch bauen können. Pipe Gas Mixer, Pipe Label, Pipe Meter. Pipe. Ah, change to. Pipe Meter, Pipe Radiator, Pipe Valve, Pipe Volume Pump, Tank Connector, Wall Cooler. Die Frage ist, ob so ein Tank Connector auch in beide Seiten reingeht, aber ich weiß es noch nicht. Portable Air Conditioner, Portable Scrubber, Kanister. Was ist eigentlich so ein Kanister? Da produzieren wir mal einen, wenn der da fertig ist. Das Ding müssen wir immer wieder richtig hinstellen. Im Idealfall müssen wir natürlich hingehen und das Ganze mal automatisieren. So, wie weit bist du? Noch 20%, dann haben wir das Ding auch fertig, das ist gut. Damit haben wir zumindest alle Sachen, die unsere Autolatte machen kann. Finde ich schon mal gar nicht blöd. Also alle wichtigen Sachen zumindest. Zack, zack, zack,
Zack. So, du bist auch was Größeres, okay. Dann werden wir dich jetzt mal ganz kurz wegnehmen. Dich drehen wir passend hin. Den Recycler stopfen wir jetzt einfach mal dahin. Ah, wir sind gleich tot, alles klar. Dann werden wir gleich mal zu unserem Sterbeplatz gehen. Das kennen wir jetzt. So, Microwave. Ja, davon hätte ich auch gerne eine. Aber erstmal brauchen wir, will ich wissen, was dieser Kanister ist. Ah, du bist es. Aber nur einen freien Platz. Da nicht. Da. Jetzt haben wir einen leeren Kanister, ist mir egal. Portable Scrubber, Air Conditioner Active Vent, Portable Tank, Wall Heater, Wall Cooler, Tank Connector. Davon brauchen wir sehr wahrscheinlich nochmal ein, zwei Stück. Irgendwo müssen wir noch Wasser rein- und rausbringen. Der schmeißt das Ganze auf unseren Friedhof. So, Pipe Volume Pump, Pipe Valve, Pipe Radiator. Pipe Meter, Pipe Label, Pipe Gas Mixer, Pipe, Passive Vent, Pipe Kit Tank. Steel. Spherix Airlocks. Da brauchen wir mehr Eisen. Das können wir noch anfangen. Aktivieren an. Aber jetzt sind wir noch bei 2%. Irgendwas, was wir unbedingt loswerden müssen? Ich glaube nicht. You are dead. Pressure critical. Oxygen critical. Temperature critical. Nein, das ist er nicht. Ist da sonst noch irgendwas umgelandet? Nö, das passt. Die Dinger sind auch zu schwer. Alles klar. So, die Kabel schmeiß ich mal dahin. Und eines Tages werden wir so weit sein, dass wir nicht mehr sterben. Wann auch immer das sein wird. So, das, was wir schon mal machen können, ist dich schon mal downwards stellen. Wir kriegen hier eine Microwave, einen Reagent-Prozessor. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Eine Atma-Analyzer. Eine Configuration. Ah, das sind die ganzen Cartridges. Door Controls, Graph Analyzer, Power Control, Ship Display, Solar Control, Portable Light, Portable Power Controller, Battery Cell, Cable Coils. Cable Coil Heavy. Nice. Cable Fuses, Data Disks, Flashing Lights, Hardsuits, Hardsuit Helmets, Kit Computer. Endlich können wir was zocken. Fabricator, den will ich glaube ich haben. Logic IO, die ganzen anderen Sachen. Solid Generator, Transformer Small, Vending Machine, Labeler, Handheld Tablet, Motherboards, Alter! Das ist nicht wenig. Das Ding kann man immer noch nicht aufheben. Verstehe ich. Den Toolmaker brauchen wir eigentlich auch nicht, den lasse ich aber trotzdem mal stehen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Dings. Das Ding ist definitiv noch nicht durch.
Aber da haben wir nochmal 50 Gramm Eisen. So, ein Dings davon. Wir brauchen nochmal ein Sensoren-Ding, glaube ich. Ein Pressure Regulator. Haben wir da nicht schon einen gebaut? Pressure Regulator, ja. Kit-Sensoren. Davon brauchen wir nochmal einen, um den Pressure Regulator innen drin richtig zu halten. Und wir brauchen nochmal einen für die Sonneneinstrahlung. Ja, nein, da will ich doch gar nicht hin. Mining Belt. Ah. Oh, ein Skeleton. Nice. Ob man das auch recyceln kann? Ja, ich weiß, es wird makaber. So. Open Airlock. Zeug reinschmeißen. Den nehmen wir mit. Davon nehmen wir auch schon mal einen mit. Lass mich hier durch. Ich bin der einzige Überlebende. Und der einzige dauernd Sterbende. Den machen wir wieder aus. Moment, den. Hier können wir eigentlich schon mal eine Microwave bauen, weil das macht Sinn. Motherboard, Portable Solar. Portable Solar Generator, auch sehr nett. So, na komm, lass mich da. Zack. Da drin wird's voll. Und raus mit den Ressourcen. So, vermutlich kommt das Zeug hier auch da rein. Langfinger. Aktivieren. Eine Microwave bitte. Und vielleicht hört ihr draußen den Polizei, Notarzt oder Feuerwehreinsatz. Ich weiß es nicht. Der direkt am Fenster vorbeifährt. Weil, wie ich schon mal in einer der Folgen erwähnt habe, es ist schweinewarm und dementsprechend A, trinke ich viel und B, habe ich das Fenster offen. Und beim Thema Trinken fällt mir ein, ich sollte mal wieder was trinken. Prost. Das war jetzt lecker weißer Tee mit Kirschblütengeschmack. So, die Microwave. Circuit Board Air Control. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das brauche ich. Door Control, Guest Display, Werft. Eigentlich braucht man da eine Menge. Mode Control, Power Control, Ship Display. So. Das Ding holen wir mal wieder raus. Ground Penetration Radar. Portable Light. Power Controller. Battery Cell. Cable Analyzer. Cable Coil. Cable Coil. Ein Kit Elevator. Nice. Ein Kit Fabricator. Ein Kit Strom aus. Okay. Die Rumpel
Kammer, die... Was? Wie zum... Ich will es nicht wissen. Offensichtlich sind unsere Wände sehr gut. Zum Glück haben wir das Ding offen. Oh, guck an. Unser Uran ist durch. Haben wir da Platz? Da. Da kann man eigentlich schon mal was reinschmeißen. Oh, das ist... Ach, unser UI ist wieder weg. Das ist ja wunderbar, wie üblich. Kein UI, kein Problem. Ich habe jetzt aber auch nicht vor, mitten in der Folge aufzuhören. Das wäre doof. So, UI ist wieder da, sehr schön. Kurzzeitig sogar ein bisschen Ton. So, das Ding brauchen wir. Zack. Dann können wir das Ding nämlich wieder anmachen. Irgendwann werden die restlichen Batterien geladen sein. Eines Tages. Das ist irgendeine Konsole, von der ich nicht weiß, wie man sie benutzt oder wofür sie ist. Von dem Ding habe ich auch keine Ahnung, wie es verwendet wird. Außer, dass es mir im Weg steht. Und ich glaube, ich will es drin haben. Wegen den Flüssigkeiten. Zack. Mehr Zeug zum Reintragen. Sobald die Sonne wieder da ist. Aber bald müsste sie über den Horizont kommen. Kann man eigentlich... War nur so eine Idee. Und sobald wir hier herausgefunden haben, wie wir Nahrung und so einen Scheiß hergestellt haben, gehen wir hin und bauen eine schöne Basis. Habe ich ja schon mal erwähnt, oder? Ich glaube schon. Aber nachdem wir jetzt gleich drinnen aktiv werden... werden wir da nochmal ganz kurz die Solar-Sache ein bisschen was anderes handhaben. Vor allem möchte ich dann auch eine Basis mit ein bisschen höher und ein bisschen tiefer und so ein Scheiß. Und weniger Leichen in der Nähe. Sonne, komm raus. Du bist umstellt. So, das nehmen wir noch mit rein. Drin liegen hier noch ein paar. Zack. Schrott, 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 Schrott. Air Pressure sagt 0. Wer hätte das erwartet? Jetzt sollte es so langsam mit der... Ja, da kommt Power. So langsam sollte es wieder losgehen mit Power, Power, Power. Du bist... off. Ja, der Kram wird gerade geladen. Deswegen kriegt der Rest hier gerade nichts. Wenn ich jetzt sage, hier off. Die wollte ich doch eigentlich komplett aufmachen. Bist du eigentlich schon fertig oder hast du da noch was? Ach,
Rein theoretisch müsstest du doch fertig sein, wenn du dein Kram rausgeworfen hast. Hallo, ich will hier vorbei. Hallo, hallo? So. Dann machen wir dich nämlich aus, dann brauchst du keinen Strom mehr. So, dann machen wir dich wieder an. Die stellen wir jetzt einfach mal auf Standard. So, was soll's. Kein Strom mehr. Gut. Wegen dieser Large-Batterie wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier draußen nichts mehr, was Strom verbraucht, aber wir haben natürlich auch nichts, was da Strom produziert. Das macht Sinn. Das müssen wir dringend automatisieren. Wir können hier nicht ständig draußen rumstehen und das Ding hin und her schubsen. So, dich machen wir zu, dich machen wir auf. Zeug reinbringen. Zeug drinnen. Das Ding brauchen wir da auch noch drin. Ja, genau, Zeug drin. Schließen. So, das Ding lassen wir da jetzt mal draufstehen und fixieren das. Das geht, glaube ich, damit. Zack. Weil man für diesen Stromstecker da so viel braucht. Das verstehe ich schon. Pressure Regulator. So, der ist aufgeräumt. Den CO2-Filter, den zweiten, den räumen wir jetzt endlich mal da rein. Hier haben wir nochmal ein Sensoren-Kit. Atmospherics und ein Furnace. Die Furnace, die könnte man eigentlich relativ gut irgendwo hinstellen, wo sie nicht so stört. Das wäre hier so. So, den Portable Air Connector, Conditioner, den schmeißen wir mal darüber. So. Dann haben wir hier das Ding erstmal stehen. Die Atmospherics. Build Air Conditioner, Electrolyzer, Filtration. Also Air Conditioner, Hitze, Dings, verstehe ich. Filtration ist wahrscheinlich ein CO2-Scrubber. Der Electrolyzer müsste dann O2 produzieren. Verstehe ich. Ich stelle das Ding mal hier hinten hin. Dann stelle ich hier hinten einen Tank. Und hier hinten im Tank. Da sind auch noch Batterien drin. So, zack. Dann nehmen wir die Pipes. Was mache ich denn? Pipes verbunden. Pipes verbunden. Das heißt, wenn wir hier hinten Wasser draufstellen, dann müsste da eigentlich hierdurch O2 generiert werden. Also Strom.
Schwachsinn. Nicht Strom, sondern... Ihr wisst schon. Sauerstoff. Ich setze hier jetzt einfach mal eine Stromleitung durch. Den kann ich da natürlich jetzt gerade nicht hinsetzen, weil ich da schon was liegen habe. So, jetzt müsste der eigentlich Strom bekommen. Electrolyzer Data. Ich würde dem natürlich jetzt auch gerne irgendwie mitteilen, dass er nur dann aktiv ist, wenn er auch aktiv sein muss. Dafür haben wir hier diese Sensoren. So, ein Daylight-Sensor brauche ich nicht, ein Motion-Sensor brauche ich nicht, aber ein Gas-Sensor. Komm, dreh dich. So. Der sensorisiert jetzt Druck. So, ein Pressure Regulator, der ist für Flüssigkeiten bzw. für die Dinge. Den lassen wir da liegen. Den lassen wir da mal liegen. So, dann müssten wir jetzt hier theoretisch nochmal zwei Tankstücke hinstellen, um rauszufinden, was da rauskommt. Aber immerhin, wir haben schon mal eine Microwave. Dann haben wir noch ein Circuit Air Control. Hilft er uns? Hier erstmal nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich das Ding, was wir da draußen haben. So, schließen. Vent ist on. Der pumpt sowieso schon kontinuierlich Luft rein, das ist okay. So, Vent off. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den hier. Zack. Wir können wahrscheinlich noch ein Monitor-Ding bauen. Gas Fuel Generator. Davon will ich auch einen. Wir brauchen mehr Eisen. Hydroponic Station. Die haben wir schon gebaut. Logic I.O., Memory, Logic Prozessor, Logic Switch, Security, Solar Panels. Davon bauen wir mal ein. Just for fun. Ja, die Sonne ist jetzt ewig. So, Solid Generator haben wir schon ein. Transformer. Die Vending Machine haben wir, glaube ich, da. Ist das eine Vending Machine? Hydraulic Pipe Bender, nee, das ist was anderes. Oh, wir haben zwei von den Dingern gebaut. Na, so viele wollte ich gar nicht. Aber gut, schadet auch nicht. Das wird echt nicht so. Es wird hier ein bisschen voll, habe ich den Eindruck. Komm, dreh dich. Jetzt brauchen wir Kabel. Hatte hier nicht irgendwo welche liegen? Cables. Cables.
Cables. So, das Kabelzeug landet wieder da drin. Und ja, für den Fall, dass jemand geschaut hat, ich weiß, es gibt Mods, die das Ganze definitiv schon verbessern. So, die müssen wir noch ein bisschen ausrichten. Ja, da brauchen wir noch ein Glas. So. Wir machen es jetzt einfach so, weil dann... haben wir den Kram zumindest schon mal... Glas haben wir drin. Wir haben keinen Strom. Glas haben wir drin und wir haben keinen Strom. Super! Wer hat sich den Scheiß denn ausgedacht? Die ist critical. Das wird uns nicht lange helfen. Wir brauchen das Glas. So ein Mist. Ja gut, wie wir an das Glas kommen, werden wir einfach in der nächsten Folge sehen. Ich werde jetzt auch mal eine kurze Aufnahmepause machen, um einen Happen zu essen. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt, mir einen Daumen hoch gegeben habt und vor allem, dass ihr so lange dran geblieben seid, weil es ist dann doch schon ein paar Folgen her, seitdem wir angefangen haben und ich stümpere hier immer noch ein bisschen herum. Aber ich muss zugeben, ich möchte mir jetzt auch keine Tutorials oder sonst irgendwas von diesem Spiel anschauen. Ich sterbe lieber 15 Mal, als dass ich feststelle, dass... also nachdem wir den Respawn Point glücklicherweise direkt gegenüber haben, sterbe ich lieber 15 Mal, als dass ich irgendwelche Tutorials schaue. Beziehungsweise ich werde es halt so schauen, dass... dass wir nach Möglichkeit also irgendwann schon überleben werden. Der hier kann eigentlich weg, weil da kann eh keiner mehr hin. Oh doch, da können wir noch hin. Perfekt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen nochmal. Euer Sascha T. ist raus.